Tschüss, kleines Muffelmonster. Oder wie schlechte Laune ratzfatz verschwindet. Rums, das Bett wackelt so sehr, dass Moritz aufwacht. Verschlafen reibt er sich die Augen. Was war das denn? Rums, das Bett wackelt schon wieder. Und Moritz muss sich gleich nochmal die Augen reiben. Denn er kann kaum glauben, was er sieht. Vor seinem Bett steht ein kleines, struppiges Monster. Nicht größer als ein Kuscheltier. Und tritt voll Schwung gegen den Bettpfosten. Rums, macht es wieder. Was machst du denn da? Fragt Moritz erstaunt. Menno, schimpft das Monster und tritt gleich noch einmal gegens Bett. Noch doller als vorher. Rums! Das war wohl etwas zu doll. Autsch, jault das kleine Monster und hält sich den Fuß. Auf einem Bein hüpft es durchs Zimmer, stolpert, landet auf dem Po und sieht plötzlich sehr, sehr unglücklich aus. Kannst du mich wirklich sehen? Fragt es kläglich. Moritz nickt. Pfui, Spinne, seufzt das Monster. So schlimm ist es also. Was ist so schlimm? Fragt Moritz und krabbelt aus dem Bett. Meine schlechte Laune, muffelt das Monster. Wenn ich gute Laune habe, bin ich unsichtbar, für dich jedenfalls. Aber mit schlechter Laune kann ich dich sehen, sagt Moritz. Stimmt's? Und ob das stimmt, motzt das Monster. So ein mistiger Mistkäfer misst aber auch. Moritz zockt sich neben das Monster. Du willst also wieder gute Laune haben? Was denn sonst? Brummt das Monster missmutig. Dann helfe ich dir, verspricht Moritz sofort. Nachdenklich wackelt er mit den Zehen. Aber wie? Auf dem Bett zu hüpfen macht gute Laune, ruft Moritz und hüpft gleich los. Das ist fast, als ob man fliegt. Willst du nicht auch? Nein, knurrt das Monster und kickt einen alten Socken unter die Kommode. Wie wär's mit Wurzelbaum schlagen? Das hilft bestimmt auch. Guck mal, so. Moritz purzelt durchs Zimmer. So was Doofes, faucht das Monster nur. Soll ich dir dein Fell kraulen? Fragt Moritz. Oder wollen wir uns Bilderbücher angucken? Wir könnten uns auch unter dem Tisch eine Höhle bauen. Moritz zögert. Willst du vielleicht ganz ausnahmsweise mal mit meinem Kuscheltier kuscheln? Nee, das Monster schüttelt sich. Willst du vielleicht einen Keks? Versucht es Moritz weiter. Nein. Keinen Schokoladenkeks? Nein. Oder eine saure Gurke? Fragt er. Du weißt doch, sauer macht lustig. Nein. Moritz überlegt angestrengt. Ich könnte dich kitzeln, grinst er plötzlich und will gleich loslegen. Wir! Oder wir können Mensch ärgerlich nicht spielen. Nein, schreit das kleine Monster. Nein! Nicht, Moritz lässt sich auf den Boden plumpsen. Dann weiß ich auch nicht mehr weiter, flüstert er. Es ist ganz still im Zimmer. Was ist denn auf einmal mit Moritz los? Das Monster schaut ihm mit großen Augen an. Moritz sitzt stumm auf dem Boden, die Arme über dem Kopf, den Kopf zwischen den Knien. Armer Moritz, das Monster schluckt. Vorsichtig tippt das kleine Monster Moritz an. Du, Moritz, brummt Moritz zwischen den Knien. Vielleicht ist das alles doch nicht so doof, versucht es das Monster vorsichtig. Moritz antwortet nicht. Vielleicht, sagt das Monster, habe ich ja plötzlich doch Lust, dass du mich kraulst. Moritz schaut auf und seine Augen leuchten. Echt? Das Monster nickt. Also kraut Moritz dem kleinen Monster das Fell. Es ist gar nicht so kratzig, wie es aussieht, sondern ganz kuschelig weiß, weich. Kraulen ist langweilig, meint das Monster nach einer Weile und klettert aufs Bett. Dort springt es auf und ab wie ein Flummi. Moritz hüpft sofort mit. Jetzt lies mir was vor, ruft das Monster. Eigentlich kann Moritz noch gar nicht lesen, aber sein Lieblingsbuch kennt er auswendig. Er weiß sogar, wo er umblättern muss. Hast du nicht was von Schokoladenkeksen gesagt? Fällt dem Monster ein. Sie flitzen in die Küche und mopsen sich Kekse.
Und was ist mit den sauren Gurken? Fragt das kleine Monster. Moritz reicht ihm das Gurkenglas. Im nächsten Moment ist es leer. Kriege ich mal deinen Tiger? Fragt das Monster. Moritz gibt ihm seinen Kuscheltiger. Er heißt Theo, sagt er. Theo Tiger. So, so, das Monster nickt. Dann brauche ich jetzt nur noch Pfeffer und Salz. Wozu das denn? Fragt Moritz verblüfft. Ohne Pfeffer und Salz schmeckt er mir nicht, erklärt das Monster. Was? Moritz schnappt sich sofort Theo Tiger und drückt ihn fest an sich. Das geht jetzt aber wirklich zu weit, ruft er wild. Dann eben nicht, sagt das Monster und kichert. Es kichert tatsächlich. Und im selben Augenblick wird es etwas blasser. Das kleine Monster wird immer bleicher und blasser. Fast kann Moritz durch es hindurch gucken. Wirst du jetzt etwa unsichtbar? Fragt er. Aber ja, kichert das Monster. Schade, seufzt Moritz. Das ist gar nicht schade, gluckst das Monster, weil ich jetzt nämlich wieder gute Laune habe. Vielen Dank, Moritz. Gern geschehen, meint Moritz und ist sehr stolz, dass er dem kleinen Monster geholfen hat. Sehen wir uns wieder, fragt er. Klar, haucht das Monster, bevor es ganz und gar unsichtbar wird. Schneller als du denkst.